Hallo Leute, ich habe heute mal wieder ein Shop-Update für euch. Und zwar habe ich ganz, ganz viele neue Sachen eingestellt, die ich euch heute zeigen möchte. Und ich hoffe, euch gefallen die Sachen. Und dann würde ich sagen, fangen wir gleich an. Als erstes möchte ich euch die neuen Squishies zeigen. Da habe ich zum Beispiel Panda-Squishies. Das ist die mittlere Größe. Und dann habe ich von denen noch die große Größe, das sind ungefähr 9 cm. Und wenn ihr euch erinnert, das sind die kleinen, die ich schon immer drin hatte. Dann habe ich noch Robben-Squishies. Und zwar sehen die so aus. Mit einer Kugelkette anstatt einem Handyanhänger. Und die sind auch squishy. Und dann habe ich noch Rilakkuma Toast. Und zwar einmal in Gelb. Und dann einmal in Rosa. Dann machen wir mal weiter mit Dekoden. Da habe ich wieder neues Miniaturgeschirr. Und zwar habe ich einmal diese Kaffeebecher. In Braun. Und dann habe ich den gleichen noch in Grün im Shop. Außerdem habe ich noch neuen Eisbecher und ich finde ihn richtig, richtig toll. Und zwar sieht er aus wie so eine Eiswaffel. Ich finde, er ist richtig schön. Daraus könnte man ganz tolle Sachen machen. Außerdem habe ich noch kleines Geschirr, Porzellangeschirr. Und zwar einen Blümchenteller. Die kann man auch mitbacken, wenn ihr da was drauf formuliert. Und einen, der mehr aussieht wie ein normaler Essteller. Dann habe ich auch neue Silikonformen gemacht. Da haben mich auch viele gefragt. Ich glaube, ich habe jetzt mal 8 eingestellt oder so. Und zwar einmal Minnie Maus mit so einer Amerika-Schleife. Dann so eine runde Mickey Maus, ein Bärchen mit Herzi, Mickey Maus mit Gauklerhut, Minnie Maus mit Herzchenschleife und Kussmund und Minnie Maus mit Zebramuster. Passend dazu gibt es natürlich neue Rohlinge. Und zwar habe ich einmal diese Herzösen. Das sind die flachen, die könnt ihr nehmen für Gießharz und Fimo. Und dann habe ich noch ein paar Karabiner. Die sind halt super für Charms. Und zwar einmal in Gold, Silber und das ist so Roségold. Die könnt ihr einfach mit einem Biegering an euren fertigen Fimo-Sachen machen, um sie dann zu einem Charm zu machen. Und als letztes habe ich noch jede Menge neue Kawaii-Blöcke. Und zwar einmal Mamegoma im nautischen Thema als Seemann. Da gibt es einmal den hier. Dann diesen hier. Ich finde die alles so süß. Dann diesen hier in Rosa. Und diesen. Dann Sentimental Circus habe ich auch neue.
Da habe ich einmal diesen hier. Ich finde die auch wieder so toll, Pastell. Dann den. Das ist so ein Sternzeichen-Thema. Und als letztes, und die hatte ich noch nie, habe ich Tare Panda. Und da habe ich einmal den hier. Tare Panda kennen die bestimmt eh auch alle. Dann diesen hier. Der hat auch kein bestimmtes Thema, glaube ich. Und als letztes noch diesen hier. Das war es also für dieses Mal. Ich würde sagen, das ist doch einiges Neues. Leider muss ich auch sagen, dass viel verloren gegangen ist während dem Poststreik. Ich hatte noch 5 oder 6 Sachen mehr bestellt, die ich alle nie bekommen habe, was sehr schade ist. Aber ich hoffe, die, die mich fragen wegen den Silikonformen, sind jetzt ein bisschen happy. Ich kriege auch viele Fragen wegen den Squishies. Da habe ich jetzt etliche eingestellt. Und ich hoffe, euch gefallen die Sachen. Wenn ihr was einkaufen wollt, alle Links sind in der Infobox. Mein Shop ist kawaii-bastelshop.de. Dann schaut einfach mal vorbei. Wenn ihr noch Wünsche habt für Sachen, die ihr sucht, dann lasst es mir auch einfach in der Infobox da. Und ich wünsche euch noch eine ganz tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!